Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide präsentieren. Heute geht es um ein Event und zwar um den T-Shirt-Tag. Dieser T-Shirt-Tag ist leider nur einen Tag lang, heißt nur am 16.8. Und dementsprechend, wenn ihr das Video morgen seht, bringt euch das wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel. Was ist hier zu machen am T-Shirt-Tag? Und zwar könnt ihr am T-Shirt-Tag sowohl in SW als auch in OG als Hortler einen Händler bzw. einen Animateur finden, der dementsprechend T-Shirts verschießt. Und zwar haben wir hier Unterhalterin von Sturmwind, die läuft hier im Kreis rum und schießt alle paar Sekunden in irgendeine Ecke hier ihre T-Shirts. Und jetzt muss man gucken, dass man quasi schnell ist, diese T-Shirts anklickt. Und dann bekommt man die ins Inventar. Da gibt es einen Haufen verschiedene. Ich habe es mal gezählt. Ich glaube, 23 verschiedene T-Shirts gibt es. Und die sind alle von grüner Qualität. Dementsprechend lauft ihr hier einfach mit ihr mit. Klickt schnell die T-Shirts an. Schau, da war ich jetzt zu langsam. Da müsst ihr wirklich fix sein. Und dementsprechend kann es auch ein bisschen schwierig sich darstellen. Denn es sind hier viele andere Leute. Und man muss dann immer ein bisschen gucken, dass man da einmal draufklickt. Was hat es mit diesen T-Shirts auf sich? Und zwar sind viele von denen schon durch andere Quellen erhaltbar. Bloß kriegt man sie halt hier relativ einfach. Und ihr könnt diese dementsprechend auch verkaufen, so wie ihr das seht. Hier, die sind beim Anlegen gebunden. Heißt, theoretisch, wenn ihr ein bisschen Gold machen wollt, könnt ihr hier ein paar Stunden mit herumlaufen, euer komplettes Inventar mit T-Shirts voll machen und die dann ins Haar setzen. Aber ihr seht, da werdet ihr nicht sonderlich viel Gold machen, weil das halt mehrere Leute schon auf diesen Trichter gekommen sind. Genau, das sind die 23, die man sich hier holen kann. Wer da eine Liste braucht, auf Venian gibt es da eine ganz schicke Liste mit den ganzen, beziehungsweise WoW Head gibt es die bestimmt auch in Englisch, diese Liste, falls ihr mit dem englischen Client spielt. Und jetzt wollen wir uns aber noch was anderes angucken. Und zwar gibt es hier noch ein paar blaue T-Shirts und die können wir bei Händlern auf der ganzen Welt kaufen und die paar werden wir jetzt noch abklappern. Das müssten auch dann die paar T-Shirts sein, die mir hier noch fehlen. Und ja, ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal rein. So, das erste Shirt haben wir einmal hier in Winterspring, beziehungsweise Winterquelle auf Deutsch. Und dann sind wir hier in der ewigen Warte, also sprich in dem Lager, auf den Koordinaten 59, 50. Und dort ist dann im Lager, haben wir auch diesen Stern schon quasi hier auf der Map, gratis T-Shirt, einfach anquatschen. Und tatsächlich, das kriegen wir gratis. Und das ist eins von denen, die mir noch gefehlt haben. Die scheinen alle neu zu sein und wir können es jetzt eigentlich auch mal anlegen, wenn wir hier schon mal sind. Ziehen wir es mal an. Und ja, also es haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber es ist gratis und warum sollte ich was gratis ist, nicht mitnehmen? Und ihr könnt es auch nur während dem Event holen, so wie ich das verstanden habe. Dann sind wir jetzt beim nächsten T-Shirt und zwar sind wir jetzt in den östlichen Pestländern auf den Koordinaten 73, 53 und dort quasi ja, in der Kapelle des hoffnungslosen Lichts. Und da haben wir außerhalb hier diesen Menschen stehen und der verkauft uns quasi oder schenkt uns besser gesagt das nächste T-Shirt und zwar ist das Zwirn von Tyrion. Das können wir jetzt auch holen und jetzt sind es nur noch ein paar, die mir hier fehlen und dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten. Für das nächste T-Shirt müssen wir dann nach Shadrath und zwar befindet sich das hier in den Wäldern von Terrakal, hier quasi die Hauptstadt, einfach mit einem Portal in SW oder in Ogrimmar erreichbar und dort sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 67, 27 und da können wir dann hier bei der netten Blutelfin hier das nächste Shirt kaufen und zwar Selias Seidenshirt. Für das nächste T-Shirt sind wir jetzt einmal in den Grizzly-Hügeln und zwar ist das hier in Nordend. Könnt ihr einfach von Dalaran rüberfliegen und dann sind wir hier relativ mittig bei den Koordinaten 49, 51 und dort haben wir einen netten Furbolg und dieser nette Furbolg gibt uns quasi das nächste Shirt und zwar Schurz Schatz heißt das. Das können wir jetzt auch einmal anlegen, aber wahrscheinlich sieht es jetzt auch nicht sonderlich specialig aus. Naja, ein oranges Shirt ist das quasi. Für das nächste Hemd müssen wir jetzt nach Mists of Pandaria und zwar sind wir hier einmal im Tal der Vier Winde und dort unten hier auf den Koordinaten 61, 58 und dort haben wir diese nette Pandarin und die verkauft uns quasi das nächste Shirt und zwar Yadis schnuckliges Shirt heißt das und das kaufen wir einmal. Das können wir auch einmal anlegen. Ich glaube, ich habe euch jetzt nicht alle gezeigt, aber ihr könnt sie ja euch selber kaufen dementsprechend. Genau, hier haben wir dieses schöne, was ist es, bisschen hellgrüneres Shirt quasi an der Stelle.
Als nächstes müssen wir jetzt einmal nach Draenor und zwar dann nach Talador und hier ganz oben rauf, wo man die Legendary-Ringe von Khadgar bekommen hat. Und zwar sind wir etwa bei den Koordinaten 84, 30 und dort läuft eine Dame rum und zwar die Tia und die verkauft uns hier ein Shirt und zwar heißt das Tia Spinngarns kurzärmeliges Shirt und das kaufen wir einmal und schauen uns dann auch gleich mal an, dass wir zumindest die Großteile der Shirts drauf haben. Und zwar ist das hier so ein Kirin-Tor-Shirt. Ja, sieht ganz nett aus. Vor allem, es hat keine Ärmel, ne? Es ist quasi eher so ein Top, würde ich mal sagen, so ein Tanktop-mäßiges Ding. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Shirt und zwar sind wir jetzt einmal hier in Legion angekommen und zwar müssen wir nach Sturmheim und hier auf die Koordinaten 60, 52 und dort haben wir einen netten Wirkul stehen und der verkauft uns Zwirns Rundausschnitt und das werden wir uns jetzt auch einmal angucken. Und zwar ziehen wir uns das jetzt mal an und ja, es hat tatsächlich einen runden Ausschnitt quasi. Ja, das waren alle T-Shirts. Jetzt habe ich hier wieder einige mehr in der Sammlung. Ein paar fehlen mir jetzt noch, aber das ist irgendwelche Worldbeute. Das hat nichts mit dem T-Shirt-Tag zu tun. Aber wenn ihr euch hier wirklich alle T-Shirts einmal geholt habt, dann ja, habt ihr jetzt viele, viele mehr. Sowohl die grünen als auch die blauen, die ich mir jetzt alle geholt habe. Die können wir jetzt nochmal einmal hier kurz reinziehen, weil ich hatte, glaube ich, leider nicht alle gezeigt gehabt. Oh, was ist denn das? Okay, das sieht ja interessant SM-mäßig aus. Die anderen sind relativ normal, aber also das hier ist ein bisschen special. Ich weiß gar nicht, also ich bin jetzt nicht der größte Transmogger, aber sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Interessant, sagen wir es mal so. So, ich ziehe jetzt wieder das an von der Insel von Mechagon. Da kann ich mir nämlich ein Pet herstellen. Das ist nämlich wichtiger als das andere Zeug. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.